Ich darf Sie herzlich begrüßen. Herzlich willkommen zum Grimme Online Award 2015. Einige nennen ihn ja auch den deutschen Internet-Oscar. Ganz korrekt gesagt ist es der wichtigste Preis dieses Landes für qualitativ hochwertige publizistische Internetangebote. Und wir befinden uns in diesem Jahr übrigens in einem ganz, ganz besonderen Grimme Online-Jahr, denn dieser Preis wird dieses Jahr 15 Jahre alt. Wir haben heute Abend also auch eine Jubiläumsfeier. Ich warne aber davor, jetzt schon ans Feiern zu denken. Wir haben noch so ein bisschen was vor, das kann ich garantieren. Ich möchte erstmal alle gespannten Nominierten beglückwünschen hier in diesem Saal. Es bis hierher geschafft zu haben, das muss man betonen, das ist schon eine riesengroße Leistung. Man muss sich nur mal vorstellen, das ist ein Applaus wert, ja, trauen Sie sich. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, es gab in diesem Jahr 1392 Einreichungen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, auf jeden Fall sind heute Abend die Macher der ausgewählten, nominierten 25 Projekte hier. Das ist ganz großartig und auch ganz herzlich und extra begrüßen möchte ich noch die Nominierten für den ClickSafe-Preis für mehr Sicherheit im Internet, der heute auch noch verliehen wird. Herzlich willkommen auch Ihnen und ein Hinweis für alle, die sich hier unbeobachtet fühlen, wir sind nicht alleine. Es gibt einen Livestream, über den man diese Preisverleihung heute Abend mitverfolgen kann. Der kommt von Quadia. Das Ganze funktioniert über grimme-online-award.de oder auch auf der Homepage von Mercedes-Benz, die uns netterweise auch noch diesen Fahrservice, diesen wunderbaren, gestellt haben heute Abend. Also in diese Kamera auch herzlich willkommen an alle, die den Grimme Online Award mit im Netz verfolgen. Ist übrigens auch eine Option so, für die hintersten Reihen, die denken, sie sehen vielleicht nicht ganz so gut, Smartphone raus, Livestream an. Das ist nicht verboten hier, Smartphones sind erlaubt. Es darf auch gerne getwittert werden. Es gibt einen offiziellen Hashtag, der heißt GOA15. Also ich freue mich jetzt auf einen wunderschönen Abend mit großartigen Menschen hier auf der Bühne, die ganzen Macher dieser tollen Projekte. Ich selber komme ja vom Fernsehen. Fernsehen hat mit dem Netz eins gemeinsam. Es passiert ganz oft, dass der größte kommt. Das ist so. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass die Nominierten des Grimme Online Award zeigen, dass es ganz tolle, viele qualitativ hochwertige journalistische Angebote im Netz gibt. Und die verdienen Aufmerksamkeit und das passiert heute mit diesem Preis. So ist das. Besonders begrüßen heute Abend möchte ich auch noch die Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen, Angelika Schwall-Düring ist bei uns heute Abend. Jürgen Rothers ist da, der Oberbürgermeister der Stadt Köln. Damit natürlich auch ein herzliches Danke an die Stadt Köln, die den Grimme Online Award unterstützt. Hallo auch an den Vorsitzenden der Medienkommission, Werner Schwaderlapp,